Okay. Du hast dann gesagt, von wegen Marketing, dass die Leute halt alleweil nur nach außen gehen, sagen, okay, was wollen die Menschen, und dann machen sie was dazu. Und der Steve Jobs ist ja auch einer, der verkehrt rumgegangen ist. Der hat nicht das gemacht, was die Leute gesagt haben, dass sie wollen. Weil wenn du die gefragt hättest, willst du ein iPad haben, dann wäre das tendenziell in ein Nein gelaufen. Ja? Und danach hat er aber den größten Erfolg gelandet überhaupt. Und ich Also, glaube, und er war definitiv auch jemand, der war auch seiner Zeit vom Denken voraus. wie kann man sowas installieren? Wie kann man sowas modellieren und für sich an... Weil mir scheint, es ist schon auch was, was eine Personal Brand ausmacht, dass sie eben nicht im Strom schwimmt, sondern bestimmte Dinge schon voraussehen kann, bestimmte Nase hat für bestimmte Dinge, die andere nicht wahrnehmen können. Also, ich würde hier, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist eine gewisse Form von Kompetenz, vielleicht auch von Unternehmerkompetenz, ein Denken zu haben, was ganz stark innovationsgetrieben ist. Das hat erstmal nichts damit zu tun, ob ich mich als Marke irgendwie erfolgreich im Markt platzieren kann oder muss. Also ich sage mal, die Ideen, die durch eine Decke geschossen sind, oder die Menschen, die durch eine Decke geschossen sind durch Innovationen, da gibt es nochmal ganz andere Aspekte. Und wenn mir da zum Beispiel einfällt, ist ein Kunde von mir, der Benno von Aßen, der seit Jahren zu dem Thema Innovation ein Profi ist und ich glaube alles zu diesem Thema gelesen hat, was zu dem Thema gibt. Wenn man den fragen würde, was macht eine Innovation aus? Und dann reden wir nochmal über ganz andere Themen. Also das würde ich, glaube ich, trennen. Ich glaube, was entscheidend ist, ist einfach, dass, ja, es gibt einfach so Aspekte wie, ich habe es vorhin angedeutet, habe ich zum Beispiel eine Unternehmerkompetenz? Ist auch spannend. Die Die kann Frage, man doch entwickeln, oder? ja, aber es gibt bestimmte Leute, die eine Unternehmerkompetenz intuitiv mitbringen und es gibt andere, die müssen sich das mühsam erarbeiten. Machbar ist es, eine Unternehmerkompetenz zu entwickeln und das hat natürlich dazu geführt, dass wir auch das ist auch von uns als Werdewelt uns auch auf dem Herzen zu sagen, wir wollen eigentlich auch Menschen begleiten und sie in ihrer Unternehmenskompetenz fördern. Und das hat dazu geführt, dass ich letztes Jahr eine Kooperation gemacht habe mit jemandem zusammen und wir haben die Unternehmer Academy gegründet. Ja, das habe ich mitgekriegt. Ja, richtig geil. Und das ist eigentlich aus der Idee entstanden. Da haben wir zwei uns getroffen. Wir haben so beide das gleiche Mindset gehabt zu dem Wie Thema. heißt er? Thomas Göller. Genau, mit dem habe ich auch mal Kontakt gehabt. Ja, das hat mich Und voll fasziniert, das, ja. Unternehmer Academy ist Hab die verloren, noch einmal. Entschuldigung. Ich sag mal, das Motto der Unternehmer Academy ist, wir machen Menschen mit Know-how zu Unternehmern. Zu Menschen mit Gewinn, zu Menschen, die erfolgreich sind. Und das hat dazu geführt, dass wir ein Programm installiert haben, wo wir sagen, da vermitteln wir Unternehmerkompetenz. Bis Also dahin, sowas wie der Faltin, Günther Faltin mit seiner Entrepreneurship-Geschichte versucht, oder? im Endeffekt ähnlich, nur wir haben den riesen Vorteil, dass wir nicht nur Wissensvermittlung machen an der Stelle. Ja, die haben schon die Labors. Also die machen nicht nur Wissensvermittlung. Ja, lass mich ganz kurz nochmal Ja, weiterführen. ja. Und das Thema Wissensvermittlung, wenn wir heute über Unternehmerkompetenz sprechen oder über einen Seminarkurs, dann wird Wissen vermittelt. Was wir tun ist, das Konzept ist so aufgebaut, dass wir zwei weitere Bausteine mit hinzugenommen haben. Wir haben zum einen gesagt, Wissensvermittlung ist das eine. Das zweite ist, wir bieten an, die Leute, die mit in der Unternehmer Academy sind, sie können auch auf ein Jahr wie eine Art Mentorenprogramm begleitet werden in deren operativen Geschäft. Und der dritte Aspekt ist, wir sind in der Lage, in Kombination mit der Werdewelt, wo wir mittlerweile ja jetzt 30 Leute haben, dass wir auch im operativen Geschäft, im Doing auch unterstützen. So. Und in dieser Dreierkonstellation, das ist eine einmalige Kiste, das gibt es so nicht in der Weiterbildung bisher. Bin ich überzeugt davon, ja. Also, Bei Faltin habe ich halt auch gesehen, der ist halt sehr mit den vor allem in Startups unterwegs und hat eben auch den Gedanken, man muss nicht alles können, sondern die gewissen Dinge kann man sich von anderswo zuholen, also Komponenten kann man genau. sich zuholen. Genau, Tim Ferriss sagt ja das Gleiche.
Ja. Also wenn du jetzt diese unternehmerische Kompetenz vielleicht nicht komplett entwickelt hast, spricht das noch lange nicht dagegen, dass du nicht ultimativ erfolgreich sein kannst. Das ist so. Oder dass du dir nicht bestimmte Kompetenzen erwerben kannst Erwerben, zukaufen. und dann im Endeffekt sie dann umsetzt. Also das ist definitiv so. Aber ja, das ist das Thema zu sagen, und das merken wir, deswegen haben wir das auch gemacht letztes Jahr, dass wir gesagt haben, wir wollen auch diese Kompetenz, wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass Leute sich diese Kompetenz erwerben können und zu guten und besseren Unternehmer werden. Ja. Wo setzt ihr da an? Also was ist das dann? Ist das dann so Grundkurs Unternehmensführung? Also was ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wir haben, Oder muss ich mir da den Thomas Galler separat holen, der mir ja, das ich finde erzählt? das mal, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte, mit dem mal zu reden, Ja. weil und da bin ich sehr froh drum, dass er das macht. Er ist sehr, sehr tief in dieser Thematik drin und begleitet seit vielen, vielen Jahren Solopreneurs als Mentor und als Consult. Wir haben uns überlegt damals, wir haben 9 große Themenschwerpunkte, die wir abwickeln. Wir haben 18 externe Dozenten, wirklich auch Hochkaräter, die wir extra eingekauft haben, wo wir gesagt haben, die wollen wir als Dozenten mit dort drin haben. Und es ist eine Mischung von ganz, ganz vielen Dingen, von Wissensvermittlung. Wir haben unter anderem zum Beispiel Thema FDP, Lindner haben wir dabei, Okay. der extra gekommen ist. Es gibt doch bei YouTube diese Wutrede von Christian Lindner, Ja, kenne ich sogar, ja. wo er, weil er mal vor Jahren nach der New Economy Zeit mal sein eigenes Unternehmen mal vor die Wand gefahren hat, wurde er ja da so angegriffen im Bundestag, und da hat er ja darauf reagiert. Wir haben selbst, er war da, und es ist spannend, wenn dann die Teilnehmer die Chance haben, mit so jemandem mal hautnah so ein paar Meter weg Fragen zu stellen und sagen, Mensch, wie war denn das überhaupt? Und was ist denn dabei eigentlich entstanden? Und wie hat sich denn das bei dir da entwickelt? Und was ist dir denn dazu wichtig? Und mal von so einem Christian Lindner sowas zu hören. Oder mit einem Walter Kohl mal zu sprechen, der ein Unternehmer ist, international tätig. Autozulieferer, gell? Autoteilezulieferer. Das sind einfach so Leute, unterschiedlichste aus unterschiedlichen Bereichen, die wir uns geholt haben, wo wir sagen, da kann ein Teilnehmer, nimmt richtig was mit. Und das ist eine Mischung zwischen Wissensvermittlung und ganz viel Nähe. Und ich kann mit jemandem, wie schon fast Kamingespräche, kann ich auch Dinge Viele erfragen. Leute sind da mit drunter? Also wir haben momentan, wenn ich es richtig weiß, haben wir 40 Anmeldungen gerade laufen. Der erste komplette Zyklus und Kurs mit 9 Seminartagen ist jetzt absolviert. Jetzt geht es gerade in die nächste Runde. Aber wie gesagt, da würde ich, glaube ich, echt sagen, lade den Thomas Wöller mal ein und sprich mit ihm mal darüber, weil der hat er echt viel zu sagen zu dem Thema. Ja. Also allein die Leute versprechen schon viel. Ja, also Walter Kohl ist übrigens auch einer der Gäste, die jetzt nach dir folgen werden. Ein ganz spannender Typ. Unglaublich, also ich habe einen Vortrag von ihm hören dürfen. Und also ganz toll. Also ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Schauen Sie sich selber an daheim. Ja. Ja. Das lohnt sich. Toll, toll, toll. Also da glaube ich, da kann man bei euch da sehr viel mitnehmen. Ist eine Kooperation mit dieser Unternehmer Academy oder ist das eine Neugründung gewesen? Nee, wir beide haben das miteinander entwickelt. Wir beide stehen für die Unternehmer Academy. Es ist sozusagen. Also die werde ich überhaupt nicht mehr los. Jetzt muss ich die Noah Baumel einladen, dass wir immer wieder über solche Themen reden.